Hans, was hast du denn am 7. Februar 2008 gemacht? Erinnerst du dich noch an diesen Tag? 7. Februar 2008. Ja, das könnte sein, dass das der Morgen nach der Ausstrahlung der ersten Folge Bergdoktor war, aber das war im Jänner, glaube ich. Nein, das war schon im Februar. Die Erstausstrahlung im ORF war tatsächlich am 6. Februar. Am 7. war es dann bei uns in Deutschland soweit. Ja, War das genau. nicht ein wahnsinnig besonderer Tag für dich? Das war wahnsinnig aufregend, das erinnere ich noch. Das war wahnsinnig aufregend und am Abend damals ging das noch, hatten wir dann eine kleine Premierenfeier, zur Premierenfeier geladen, nicht wahr? Auch damals musste ich schon im Stehen schauen, weil ich das vor Nervosität kaum ertrage im Sitzen. Und dann bin ich gestanden, haben wir das angeschaut und haben gedacht, naja, schau, jetzt können wir mal gespannt sein, wo die Reise hingeht. Da saßen alle auf der Grobkorn-Couch, es gab Schnittchen oder in deinem Fall eine deftige Jause. Ganz genau, so kann man sich das vorstellen, inklusive Mettigel, Käseigel und Fruchtbowle. Ich hatte auch noch meine Schlaghose an und in Kord gekleidet. Ja, inzwischen nimmst du ja auch Einfluss auf die Musikbranche. In der ersten Folge der neuen Staffel, es ist die inzwischen 14., war irgendwie, irgendwo, irgendwann zu hören. In einer Coverversion von Claudia Korek. Das kam bei deinen 7 Millionen Zuschauern so gut an, dass das Lied erst daraufhin als Single veröffentlicht wurde und bei iTunes und Amazon Music bis an die Spitze der Charts geschossen ist. Und aktuell ist der Song sogar auf Platz 1 in Bayern. Ich finde es super, vor allem freut es mich wahnsinnig für die Claudia, für die Clauchi, weil wir uns ja vor ein paar Jahren schon kennengelernt haben, war sie schon einmal dabei beim Bergdoktor. Und dann kam diese Zusammenarbeit zustande und ich hörte dann während den Dreharbeiten, ich bin ja als Schauspieler dann vor Ort und kenne ja noch nicht die Ideen der Producer und Produzenten, dass sie dann dieses Lied da und so planen. Und dann erzählte mir man eben, dass die Claudia Korg das Lied singen soll. Da haben wir irre gefreut drüber. Und dann kommt es und schneuzt auf eins. Und ich finde das super. Und ich fand es auch sweet, wie die Claudia da auf Instagram dann mit ihren Kindern da die Family Dance Party gemacht hat. Ich finde das toll. Und ja, vielleicht klappt sie wieder mal. Aber diese Breitenwirkung, ist das nicht erstaunlich manchmal, dass du denkst, na hoppala? Ja, klar, man darf nicht vergessen, jetzt mal ohne, ich möchte mir jetzt da nicht selber irgendwie auf die Schulter klopfen, darum geht es gar nicht, sondern es ist natürlich so, wenn man sich vorstellt, dass wir unglaubliche 14 Jahre diese Sendung machen und machen dürfen, weil nicht, weil das ZDF sagt, ist mir wurscht, wir machen einen Bergdoktor, das schaut keiner, aber wir machen ihn trotzdem, sondern es geht ums Publikum und irgendwie scheinen wir eine gewisse Mischung gefunden zu haben, dass es die Familien gerne schauen. Und es gibt ja mittlerweile schon jugendliche Kinder, die sind reingewachsen und wieder rausgewachsen. Und es stehen junge Menschen vor mir mit Anfang 20, bedanken sich bei mir für eine glückliche Kindheit, wo ich sage, was ist da passiert, warum? Wir sind schon so lange auf Sendung. Und insofern ist es natürlich schon auch nachvollziehbar, dass es eine gewisse Breitenwirkung hat. Und damit es nicht langweilig wird, sind ja die neuen Folgen unter ganz bestimmten Bedingungen entstanden. Möchtest du die mal beschreiben? Wir hatten gewisse Auflagen, die waren kontinuierlich und jeden Tag zu befolgen. Ich wurde 2 bis 3 Mal die Woche getestet, die Kollegen auch. Dann gab es Pooltests und das Absurde war dann tatsächlich, dass wir, wenn wir irgendwo am Berg drehen, draußen drehen, in der Natur drehen, im Sommer haben wir ein Drehverhältnis von ungefähr 70% außen, 30% innen. Und auch wenn wir außen drehen, wir stehen auf einer gottverlassenen Wiese irgendwo am Wilden Kaiser, kommst du in der Früh hin? Gab es auch keinen Fahrer mehr, keinen Fahrdienst mehr. Fahre ich selber hin. Muss man erklären dann, warum das für Schauspieler Fahrdienste gibt, gleich dazu. Und dann kommt man da hin und normalerweise bisher trinkt man Kaffee, begrüßt alle per Handschlag und hat ein paar kleine Geschichten und geht in den Drehtag. Jetzt war es dieses Jahr so, da steht ein Mann mit Ganzkörperanzug, Schutzbrille, Face Shield, Fiebermessgerät, Rachenabstrich und man hat das Gefühl, man ist im Roland Emmerich-Film. Und das war allalong, also auf die Strecke gesehen hat es das Team schon belastet, weil so ein Filmteam lebt natürlich auch von der sozialen Dichte. Sagen wir mal, wir sind eine Drehfamilie und man kennt sich und man ratscht gern und man sitzt gern nebeneinander beim Mittagessen. Und dann saß man plötzlich zu dritt auf so an einem großen Tisch und man hat tatsächlich gemerkt, dass die Teammitglieder sich weniger kommuniziert haben, weil natürlich jeder seinen Bereich
nicht verlassen hat, durfte und so weiter. Das war dann schon ein bisschen anstrengend. Aber wir haben es hingekriegt und dank dem tollen Team und dank auch der Produktionsfirma der Neuen Deutschen Film wurden wir da sehr gut versorgt und dann haben wir es so hingekriegt. Bevor wir darauf kommen, warum Schauspieler gefahren werden oder, sagen wir einfach, wie es ist, einen Chauffeur haben, interessiert mich aber noch, ob dich denn diese besonderen Umstände beim Drehen nicht ein bisschen abgelenkt haben von deinem Spiel. Weil du musst ja ohnehin schon an so viele Sachen denken. Du darfst deine Markierung nicht verpassen. Du musst dir deinen Text merken, ohne dass er auswendig gelernt wirkt. Es sind ja so viele Sachen und jetzt auch noch das. Nein, das also mir lenkt eh nichts ab grundsätzlich. Also ich bin da ja... Da kann ich hinten ist, dann springt ein Reh durchs Bild, dann schaue ich kurz und denke mir, ein Reh. Dann sage ich auch oft sogar ein Reh. Oder so. Nein, ich mache Spaß natürlich. Im Gegenteil, beim Spielen war es manchmal so, dass die Situation dann sich verdichtet hat, weil man sich konzentrierter. Es waren dann nicht so viele Leute im Raum, zum Beispiel im Innenraum, in der Praxis, wenn man innen dreht. Waren das ja auch dann Abläufe, dass als erstes geht das Licht rein, dann kommt die Kamera oder umgekehrt und dann nach und nach die verschiedenen Departments, dann geht die Requisite rein, hat das hingestellt, dann geht die Regie rein, die Schauspieler. Und es war klarer, ruhiger und konzentrierter aufgrund dieser Bestimmungen natürlich, weil sonst ist es bei so einem sehr lebhaften Filmteam, welches ich da begleiten darf, so, dass dann jeder irgendwie einmal schnell reinschaut und dann muss jeder nochmal schnell gewurl, was dann ein bisschen auch Stress verursacht. Und im Gegenteil, diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass man ganz klar so, wer ist jetzt dran, jetzt geht der rein. Und dann hat es zu einer gewissen Konzentrationssteigerung geführt fast. Wieso muss jetzt ein Hans Siegel plötzlich selber mit dem Auto zum Drehort fahren? Warum werdet ihr denn sonst gefahren? Weil wir werden sonst gefahren, weil, ich sag mal so, der Schauspieler an sich, ja, gerade auch der aus Berlin oder Hamburg kommt, ja, nicht so sattelfest mit vor Ort den Gegebenheiten ist. Also man verfährt sich, nicht? Und wenn es so jeder Schauspieler, wenn man dann zu naiv oder geht's Navi wieder nicht und so, und dann kam es schon vor, dass der Schauspieler, ich möchte jetzt keine Namen nennen, an einem Set stand und sie dachte, oder an einem vermeintlichen Set stand und dachte, Jesus, die kommen alle erst, weil kein Set da war, es war keine Base da, keine LKWs, bis der Schauspieler, ich möchte keine Namen nennen, dann plötzlich auf die Dispo schaut und sagt, ah, da ist es. Und dann ruft er hektisch am Set und sagt, Leute, ich habe mich vertan, ich fahre los und kam dann aber noch rechtzeitig dahin. Und es ist auch eine Versicherungsfrage. Also die Produktionsgesellschaft ist natürlich verpflichtet, den Schauspieler unfallfrei ans Set zu kriegen. Und soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es auch eine Regelung oder gab es mal zumindest eine Regelung, dass ein Schauspieler nach einem Drehtag oder nach einer Theatervorstellung, glaube ich, 2 Stunden lang nicht Auto fahren dürfe, wegen... Ich weiß nicht, weil die Schauspieler, ich meine, ich bin ja kein Schauspieler, ich habe gehört, bei den Schauspielern soll es ja so sein, dass die dann ein bisschen in der Rolle sind und so. Also das dient der Sicherheit, dass die Schauspieler A, rechtzeitig ankommen, B, die Location finden und C, sich nicht wehtun. Und was dich betrifft, dass du ja auch da noch die Möglichkeit hast, dir den Text anzuschauen. Und dann noch zum Beispiel auf dem Rücksitz dann noch die Möglichkeit, den Text. Wobei beim Fahren kann ich ganz schlecht lesen, das ist immer das Problem. Jetzt habe ich mittlerweile einen Angestellten, der liest mir das vor. Der hat das Drehbuch zu Hause, den rufe ich morgens an und sage, na, lies mir die Szene. Nein, Scherz. Ich kriege sie dann am Set nochmal und habe das ganze Drehbuch auswendig gelernt. Ich lese es einmal durch und dann ist es im Kopf. Aktuell wird ja heftig diskutiert unter den Fans des Bergdoktors, denn Dr. Martin Gruber ist mit der einen Frau zusammen, mit der er ein Kind haben möchte, die aber plötzlich keine Kinder mehr kriegen kann, und dann taucht seine von ihm schwangere Ex-Freundin auf. Sorgen denn solche Umstände dafür, also nicht, dass du sowas mit nach Hause nimmst, aber die dich doch innerlich irgendwie so ein bisschen beunruhigen, weil du auch denkst, na komm, die Situation muss jetzt geklärt werden. Du verunsicherst mich heute ein bisschen, Alexander. Du machst so auf ernsthaften Filmtalk. Okay, gut. Nein, das verunsichert mich nicht. Ich weiß, ich habe das auch vergessen. Nein, Scherz. Mittlerweile ist es so, dass der Martin Gruber für mich
der Arbeitsbeginn, wenn dann der Schauspiel durchläuft, Maske, Garderobe und kommt in die erste Leseprobe, dann macht's schwupp und man ist in der Rolle drin und am Ende des Drehtags, letzte Klappe, danke, das war's für heute, schöner Drehtag, wir sehen uns morgen, durchläuft der Schauspieler quasi reverse, man zieht sich ist aus. Ist schon klar, also es ist ja nicht so, natürlich bist du, ein Teil von dir ist der Martin Gruber und umgekehrt, aber vielmehr nach 14 Jahren kann man sagen, er ist ein Freund. Er ist ein imaginärer Freund. Ja. Und wenn Freund in so einer Situation ist, dann sagt man doch, oi, erklär das jetzt endlich mal, was ist los? Na gut, ich könnte natürlich über die letzten 14 Jahre hätte ich dem Martin Gruber schon einiges an klärenden Hinweisen gegeben und dann wäre es zu der einen oder anderen Situation nicht gekommen. Da wundere ich mich manchmal, wie er es macht und was er macht. Aber gut, ich stecke nicht drin, Wortspiel. Macht man. So, sind wir froh. Und deswegen darf man gespannt sein. Als Bergdoktor bist du für mich sowas wie der James Bond unter den Heimatmimen. Aber anders als Daniel Craig haderst du nicht mit deiner Figur und hast doch nicht vor aufzuhören, oder? Nein, im Gegenteil, ich hadere nicht. Ich freue mich jetzt, am 9. März gehen die Dreharbeiten zum Winterspecial los und dann im Juni zur 15. Staffel, was ich dann immer noch unglaublicher finde. Und dann wird man sehen und dann wird dann das gedreht und dann wird das ausgestrahlt und dann wird es ein Winterspecial geben und dann wird man über die 16. Staffel, also ich hadere in keinster Weise. Könntest du dir vorstellen, das Leben von Martin Gruber nicht nur zu spielen, sondern tatsächlich zu führen? Ich sag mal so, es ist nicht unangenehm, wie Martin Gruber so lebt. Und wenn man ihn sich so anschaut, geht es ihm ja eigentlich ganz gut damit. Es ist nur so, dass immer wieder an irgendeiner Ecke, wie der Schwabe sagt, bist beim Hausbauer, bist vorne fertig, fangst hinten wieder an, gell? So, weißt? Und das ist bei ihm ja auch so. Aber er hat eine tolle Familie, hat einen tollen Job, macht einen guten Job und so, dem geht es eigentlich, geht es dem gut. Also, warum nicht? Ich wär halt nicht gern Arzt. Wärst du denn kein guter Arzt? Ich wäre ein super Arzt, aber ich möchte kein Arzt sein. Ich glaube nämlich, dass du ein guter Arzt wärst. Das liegt darin, dass ich glaube, dass es eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen Schauspielern und Ärzten gibt. Also vorausgesetzt, dass Ärzte tatsächlich auch am Menschen interessiert sind und nicht nur an medizinischen Rätseln. Ja, ja, das schon. Wobei die Verbindung Schauspieler und Lehrer auch ein gern genommen ist. Es sind ja viele Kollegen entweder fertige Lehrer oder haben Lehramt studiert. Und also dieser Übertrag funktioniert eher, weil ja das Stück und der Stoff, weißt du, in der Übertragung, Stoff, Stück, Lehrer, Schauspieler, Publikum, Schüler, da gibt es schon erstaunliche Parallelen. Und dieser didaktische Auftrag ist natürlich, wenn man im Theater arbeitet, natürlich noch mal mehr. Wir müssen eine Kunst an den Band bringen, nicht? So, und beim Film natürlich auch. Also das gibt es öfter. Also, früher waren es auch die Taxifahrer, gell? Früher waren es auch Taxifahrer. Könntest du dich auch bewerben mit der Mütze? Ich glaube, ich habe dieselbe Mütze. Ja, weißt du was? Ich setze jetzt auch mal auf wie du. Ja, ich habe genau die gleiche. Ich habe genau dieselbe. Vorbild, die gleiche. Jetzt machen wir das genauso. Ja, wobei dir steht das sehr gut mit der Mütze vorne raus. Okay. Aber auch so, das ist schick. Ja, es ist schick. Es ist schick. Eine Art Dachrinne. Ja, wie auch immer. Du, Sprechstunden gibt es doch mal dennoch. Und zwar bei Instagram. Ja, Insta-Talks. Es ist so entstanden im ersten Lockdown und da wusste man noch nicht, wo das alles so hinführt und der Eude Siegel ist auf einen Knopf draufgekommen und hat gesagt, ups, da geht was live. Und dann hat sich das so ergeben und was ich sehr bedauere ist, ich hatte beim ersten Lockdown wirklich tolle, tolle Gesprächspartner, jetzt mittlerweile auch, also immer eigentlich. Und beim ersten Mal habe ich sie nicht gespeichert und das tut mir richtig weh, weil es waren tolle Talks mit Eckart von Hirschhausen und dem Herr Michi Mittermeier und. Aber gut, und das hat sich so ein bisschen als kleines Hobby ergeben und es macht Spaß, weil es... mir interessieren Inhalte. Ich mag das gern, dass sich dann plötzlich Gesprächsebenen verschieben. Und wenn man mit dem Pater Anselm Grün redet, ist es wahnsinnig cool, plötzlich
in eine andere Ecke wieder reinzuschauen, dann mit Journalistinnen, Alice Schwarzer, Doris Dörrie, sind tolle Gesprächspartner und das genieße ich sehr. Das ist so, andere machen Podcasts und ich mache es halt so irgendwie. Du machst es, weil du wirklich selber Interesse daran hast. Du möchtest unbedingt mit Leuten reden. Ja, ja, ausschließlich. Deswegen auch der Männerarzt letztens, gell? Der war super, oder? War der super, Dr. Graller? Ich hab's gesehen, das war Wahnsinn. Hey, so geil. Und ich habe den gesehen in einer WDR-Sendung am Samstagabend, war der am eingebaut, da ging es um Solo-Sex und dann ist eben der Moderator zu ihm hin und sagt, wie oft dürfen Männer wichsen? Und der sagt, so oft es geht, es muss raus aus der Prostata, das Zeug muss raus. Und es war so super lustig, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe den an und dann habe ich den angeschrieben und so kommt das zustande. Also ich mache das aus meinem Büro, ich habe da keine Agentur oder keinen Agenten. Ich schreibe dann so, hallo, mein Name ist Hans Siegel, grüß Gott. Und dann freuen sich die Leute und melden sich und dann kommt sowas zustande. Ich finde das nett. Ja, wunderbar. Mhm. Ja, absolut. Mach das weiter, solange es geht. Du hast ja nicht mehr lang, weil dann musst du wieder drehen gehen. Gell? Da wird die Zeit wieder knapper. Das heißt, stimmt. Insofern hast du gerade Urlaub. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns in deinem Urlaub. Für Szene München. Du noch die freien Tage? Für Szene München immer. Was passiert gerade? Körperliche Tüchtigung, Vorbereitung aufs Winterspecial, ein bisschen trainieren, lesen, Insta-Talks vorbereiten, podcasten, ein bisschen Blätter herren und es zu Hause genießen. Es ist ja dann doch so, dass wir von Juni bis Dezember bei den Dreharbeiten sind und ich selten zu Hause bin. Und insofern genieße ich das jetzt sehr, dass ich mal einfach daheim sein kann. Wohnen, sagt man da. Ich wohne ab. Ich wohne. Hauptberuflich wohne ich gerade. Das ist schön. Und ja, weißt du was, ich habe einen Fernsehtipp für dich. Am Donnerstag, 20.15 Uhr, ZDF, der Bergdoktor mit der Folge Feind im Kopf. Ist das geil? Super. Auf die Idee dachte ich auch schon, auf die Idee muss man kommen. Eine Arztserie in den Bergen erfinden, das glaube ich wäre sicher ein Renner. In diesem Sinne. Danke dir. Tschüss, ihr Lieben. Gute Zeit. Ciao.